So, Can2Go geht mittlerweile auch dem Trend nach und hier ist mein versprochenes Halloween-Special. Ah! Kennt ihr das, Leute? Ihr macht euch 3 Stunden fertig. You know what I mean? Und dann wird die Party abgesagt. Und das alles für nichts. Fuck mein Hut. Ich habe mich aber entschieden, jetzt auch zu Hause zu bleiben. Dann mache ich lieber ein Video für euch, für Sonntag und so. Halloween-Special. Uhu, bu, bu, bu. Hashtag desperate. Nein, auf jeden Fall. Statt rauszugehen und mein restliches Geld zu verpulvern und morgen mit einem Kater aufzustehen, schon wieder, habe ich mir doch vorgenommen, ich bleibe zu Hause und drehe jetzt einfach das Video. Es gibt ja echt alle möglichen Leute auf der Party, ne? Es gibt einmal die, die ganz früh kommen und 8 Uhr klingeln und die goldene Regel immer noch nicht checken und so, wenn man sagt 8 Uhr, kommen wir 9 Uhr. Dann gibt es die Leute, die kommen extrem spät. Die kommen dann, wenn der Letzte gerade noch in seinem Eimer reinkotzt und keine Ahnung mehr hat, wo links und rechts ist. Die nächste Art von Halloween-Party-Gästen sind die Mädels, die denken, dass das Halloween-Kostüm aus einem einzigen Kleidungsstück besteht. Aus einem Oberteil mit einem Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel geht. Mädchen, das ist eine Halloween-Party, kein Puff. Keine Sorge, die Typen sind auch nicht besser. Ich habe schon ganz oft auf einer Party beobachtet, wie irgendwelche Kerle ohne Kostüm auftauchen, nur mit 2 Getränken in der Hand und so nach irgendwelchen Brüsten schauen. So. Wo ich mir so denke, Junge, Alter, was soll das? Und dann gibt es die einen, die von Anfang an mit so einer Latte in den Club reinkommen. Die Dauergeilen. Egal ob Mädchen oder Junge. Die gucken während der ganzen Party so. Die würden sofort auf den Tisch gehen und richtig vor allen Leuten. I don't know what to say anymore. Das sind diese Typen, die echt, wo ich mir echt nur so denke, du bist der, der um 5 Uhr morgens auf dem Resteficken-Markt landet. Ich meine, why not? Leben und leben lassen. Macht, was ihr wollt. Und wenn ein Mädchen von so einem Typen das Getränk abnimmt, dann nicht, weil sie was von dir will, sondern weil sie das Getränk haben will. Weil Mädels gehen auf solche Partys, um kostenlose Getränke zu kriegen. High five! Und dann gibt es diese Leute, die nur auf eine Party gehen, um zu essen. Sind wir mal ganz ehrlich, nicht nur ich, sondern ihr auch, ich wette 50% meiner Zuschauer, ihr seid doch genauso. Wenn man auf eine Party geht, dann ist das Erste, was man macht, nach einem Buffet schauen, Leute, natürlich. Sobald du weißt, okay, das Essen ist da, dann bist du beruhigt. Ganz ehrlich, Leute, wer kennt das nicht? Ihr seid richtig am Craven auf einer Party, ihr habt richtig Hunger. Wohin geht ihr? Zum Buffet. Euch spricht irgendjemand an, der sieht aus wie keine Ahnung was, er riecht wie aus einem Kackloch von einer Kuh. Wohin geht ihr? Zum Buffet, weil das euer Zufluchtsort ist. Ihr müsst richtig verkacken. Wohin geht ihr? Okay, betreibt sie nicht. Essen ist Life, Essen ist Liebe, Essen ist Party. Okay? Das, meine Damen und Herren, ist die Message von diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen lachen und hattet Spaß bei dem Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal für mehr von mir. Okay? Nächste Woche kommt die British Candy Challenge mit einer Freundin von mir. Das wird richtig witzig. Da probieren wir nämlich ganz viele Süßigkeiten aus Großbritannien aus. Okay, ich hör auf, sorry. Ich verlasse mich auf euch, denn ich brauche euren Support. Kommt auf jeden Fall wieder vorbei nächste Woche auf meinem Kanal Can2Go und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Nein, Leute, ich habe nichts genommen, okay? Es ist die Uhrzeit, wir haben gerade 1 Uhr morgens. Mir geht's gut, okay?